Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wurde von einigen darauf hingewiesen, dass es im Internet, also in YouTube, einen gibt, der nennt sich Ex-Muslim und der Videos erstellt über den Islam und Muslime auf lächerliche Weise und auf Hetze. Und ich habe mir deshalb mal ein paar Clips von ihnen angeschaut. Normalerweise ist es eigentlich nicht meine Sache, dass ich mich mit solchen Leuten abgebe, denn ich weiß, die wollen Aufmerksamkeit haben. Und damit auch Geld zu verdienen mit YouTube ist halt eine gute Möglichkeit. Aber dennoch habe ich mich dazu entschlossen, weil ich doch immer wieder Fragen erhalte, gerade von solchen Aussagen, ist es richtig oder wie sieht es damit aus? Ich möchte einiges zu diesem Ex-Muslim sagen, der vorgibt, ein Muslim gewesen zu sein. Ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ich kenne die Person nicht, aber aus meiner Erfahrung, ich habe da schon einige kennengelernt aus pakistanischen Raum, aus iranischen Raum, da kommen die meisten her, die sagen, sie wären Muslime gewesen, ihr Vater wäre Hodja gewesen, als Imam gewesen und sie haben Islam studiert und haben Bibelstellen gelesen, sind zum Christentum gekommen. Ich glaube diese Sache alle nicht, es ist einfach nur erfunden, um ihre Glaubwürdigkeit gegenüber den Muslimen besser da Ausdruck zu verleiten. Aber es steckt eigentlich nichts dahinter. Man merkt ja schon, die Aussagen, die sie dann anbringen, warum sie den Islam verlassen haben. Und das Markante dabei ist, wenn sie dann noch sagen, warum sie Christ wurden mit irgendwelchen Bibelversen, meine Güte, ist einfach wahnsinnig. Ich habe mir jetzt also ein paar Clips von diesen Ex-Muslim angeschaut. In den ersten Clips, wo ich jetzt dann behandeln werde, geht es darum, dass Allah nicht möchte, dass in Frage gestellt wird. So legt er auf jeden Fall den Koranvers aus und dazu blenden wir jetzt von ihm seine Aussage ein und dann nehme ich auch Stellung dazu. Und als ich dann angefangen habe, mich mit dem Islam komplett auseinanderzusetzen, bin ich auf einen wichtigen Vers im Koran gestoßen. Das ist die Sure 5, Vers 101. Stellt euch mal vor, dass ihr Gott sucht und in seinem Buch steht geschrieben, ich zitiere mal, Sure 5, Vers 101, okay? O ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch enthüllt würden, euch unangenehm wären. Und wenn ihr danach zur Zeit fragt, da der Koran niedergesandt wird, werden sie euch doch klar. Allah hat euch davon entbunden und Allah ist allverzeihend nachsichtig. Also hier sehen wir eindeutig, dass Allah nicht mag, dass er in Frage gestellt wird oder sein Buch in Frage gestellt wird. Weil wenn du zu viele Fragen stellst, kann es sein, dass du eine gute Frage stellst und eventuell die Muslime zum Wackeln bringst. Weil der Islam ist ja die größte Lüge. Also wenn man Beiträge anschaut von Leuten, die nicht Muslime sind und die wo gerne über den Islam etwas von sich geben, muss man natürlich schon unterscheiden, welche Motivation dahinter steckt. Es gibt die eine, die sich einfach so interessieren, ein bisschen Koran lesen, von Muslimen was hören und dann ihr Bild davon abgeben. Es gibt andere wie diesen Ex-Muslim, der Iraner ist, der noch vorgibt, Arabisch zu können oder einiges davon. Die Iraner selber sprechen ja kein Arabisch, ist mehr Persisch. Und dieser sagt von sich selber, dass er ja ein Experte ist, dass er Islam studiert hat, sich vertieft hat. An anderen Stellen allerdings gibt er das Gegenteil von sich zu behaupten. Auf jeden Fall sollte man von Experten schon mehr erwarten können, dass man sich auch, und das gehört als Experte wohl dazu, dass man sich die Quellen anschaut, was sagen denn andere Leute. In dem Fall hier, er gibt einfach seine persönliche Meinung, wie er etwas versteht und tut sich hier als Islamexperte ab. Wenn er sagt, er liest einfach und versteht es so, ist in Ordnung, aber er sagt, er ist Islamexperte und kommt zu solcher Aussage, das ist ja nicht mehr nachvollziehbar. Von einem Islamexperten sollte man erwarten können, dass er Kommentare gelesen hat von anderen Gelehrten, auch von deren Religion, also muslimische Gelehrte, was die dazu sagen, dann vielleicht von Orientalisten, was die zu diesem Vers sagen, aber es trifft bei denen alles nicht zu. Er macht eine willkürliche eigene Aussage nach seinem Verständnis und in anderen Clips von ihm kann man sehen, es ist eigentlich nicht nach seinem Verständnis, sondern er hat eine Methode. Er will nur hetzen und Falschaussage machen. Und da ist es schon interessant, er möchte eigentlich das Christentum vertreten. Und mir ist auch aufgefallen, bei sämtlichen Missionaren, die sehr aktiv sind, ist eins im Vordergrund, Lüge und Hetze. Ich frage mich, was wollen sie damit bezwecken? Wollen sie die Muslime durch Lüge und Hetze dazu bringen, dass sie den Islam verlassen? Eigentlich sollten sie den Weg von Jesus gehen. Und ich glaube nicht, dass Jesus in irgendeiner Art und Weise gelogen hat, um damals zum Beispiel das Volk Israel daran zu erinnern, dass er ein Gesandter von Gottes ist. Also
Es sind sehr fragwürdig, die Methoden, was die Missionare drauf haben. Und man kann einfach nur wieder sehen, Falschheit wird immer wieder durch Falschheit gedeckt. Und diesen Vers, den er jetzt einfach nach seinem Hetzgeschmack auslegt, hätte nur selbst in deutschen Kommentaren reinschauen können, da muss man nicht einmal ein Islamexperte sein, würde man gleich erkennen, was dieser Koranvers eigentlich aussagt. Aber das interessiert ihn ja nicht, weil er hat ja ein Ziel, eine Agenda, und seine Agenda ist einfach zu hetzen, in übelster Art und Weise. Und sich lustig zu machen, er ist in keinster Weise eigentlich ernst zu nehmen, wenn man andere Videos anschaut, wo er einfach nur spottet und sich lustig macht über Muslime, dann sieht man gleich, hinter ihm steckt gar nichts, keinerlei Wissen, gar nichts. Es ist einfach, ich denke mal jetzt, er zielt einfach darauf ab, durch YouTube Geld zu verdienen. Er war früher mal oder soll er Rapper gewesen sein, hat wohl dabei keinen Erfolg gehabt, und das denkt er sich, jetzt mache ich es mit YouTube-Videos. Und man kann erkennen den Trend von allen Leuten, die Persönlichkeitsstörungen haben und aus denen nichts wird, sie werden Islamexperte. Das ist bei den Politikern, bei den Schauspielern, bei Musikern und sonstiges, die finden alle eine Linie, Islamexperte, sie finden Anerkennung und natürlich auch ein wenig Geld verdienen. Mit YouTube kann man leicht Geld verdienen, wenn man genug Abonnenten hat und Klicks hat und scheinbar läuft auf dieser Schiene. Und da geht es nicht darum, dann wirklich kompetentes Wissen den Leuten zu vermitteln, sondern einfach um Hetze zu betreiben. Wir haben ja genug Leute, die wo drauf anspringen und dies loben, was der davon sich gibt. Und naja, ich meine, wenn solche Leute mit sowas zufrieden sind, dann sollen solche Beiträge anschauen und sollen sich dann falschen Islam vermitteln lassen. Und diesen Vers, den er jetzt halt anspricht vom Koran, das ist einfach ein Hinweis, wo Allah subhanallah den Propheten gibt, weil Leute einfach unsinnig und überflüssige Dinge gefragt haben, die eigentlich nicht zur Sache stehen. Und das kann man ja dann gleich im nächsten Vers beantwortet das alle auch, aber so weit wollte er gar nicht lesen, weil es ja nicht in seine Agenda passt. Wie der Vers 102 sagt, bereits vor euch haben schon Leute danach gefragt. Bezug wird hier genommen eigentlich auf die Situation bei Musa. Denn Allah hat damals einfach durch Musa dem Volk Israel verkündet, schlachtet eine Kuh. Und dann haben sie einfach Sinnlosigkeit gefragt. Hätten sie am Anfang einfach eine Kuh genommen, das hätte die krankeste sein können, die älteste, die nichts mehr tauglich wäre, hätten sie geschlachtet, wäre der Vertrag erfüllt geworden. Aber nein, sie haben gebohrt und haben gefragt, unsinnigerweise, bis es schließlich zum Schluss so kam, dass Allah subhanahu von ihnen die jüngste, die schönste, die wertvollste Kuh gefordert hat, die sie dann auch schlachten mussten. Und das ist eigentlich der Zusammenhang, was mit diesem Vers steht. Gar nichts zu tun mit seiner Aussage, was er gerne davon gibt, dass Allah nicht möchte, dass er hinterfragt wird. Einen größeren Quatsch hat man noch gar nicht gehört. Und man sieht einfach, ich weiß nicht, welche Schulbildung er hat, hat es in Iran absolviert, bei wem auch immer, aber wollen wir uns gar nicht drüber auslassen. Das ist nicht unsere Sache. Und der Koranvers jetzt hat, wo jetzt dieser Typ da angesprochen hat, bezieht sich auf eine Situation beim Prophet Mohammed, als er die Offenbarung bekommen hat über die Hadsch. Und der Mann dann aufstand und fragte, jedes Jahr, also soll man jedes Jahr den Hadsch machen, also zur Pflicht? Der Prophet versuchte es zu ignorieren. Der Mann bestand drauf, fragte öfteres, bis ihm dann der Prophet die Antwort gab. Da sagte der Prophet, bei dem, in dessen Hand die Seele Mohammeds ist, hätte ich ja gesagt, dann würde es zur Pflicht werden. Und würde es zur Pflicht werden, wäre es für euch eine Schwernis geworden. Und hieran können wir einfach nur wieder erkennen, wie lebensnah der Islam die Gebote sind. Dann stellt euch vor, es würde wirklich jedes Jahr zur Pflicht gemacht werden, dass man Hadsch gehen muss. Zur Zeit, also damals war es sehr schwer, die Reise. Heute ist sie sehr leicht, aber dafür kostet Haufen Geld. 5.000 Euro zur Zeit, und es wird ja immer mehr. Und stellt euch vor, man müsste das jedes Jahr machen. Jedes Jahr 5.000 Euro sparen, um die Hadsch zu machen. Und das pro Person. Da ist die Ehefrau noch nicht gerechnet, vielleicht die Kinder nicht oder wie auch immer. Das heißt, es wäre wahrlich eine große Erschwernis. Und dann würden die Leute fragen, was erlegt uns da alle auf, was gar nicht möglich ist oder schwer möglich ist. Und das ist eben die Schönheit und die Feinheit im Islam. Wir sehen, der Islam ist wirklich lebensorientiert. Wir können uns danach richten, die Erschwernisse sind nicht da, man sagen kann, es ist unmöglich. Und deshalb gilt einfach, was euch gesagt wurde, seid damit zufrieden. Hinterfragt nicht, denn wenn ihr so viel hinterfragt, dann könnte es sein, dass nachher die Antwort, die ihr erhalten werdet, eben euch nicht gefallen wird. Und jetzt gibt ja dieser Ex-Moslem gleich wieder die Antwort drauf, warum eigentlich so diesen Vers auslegt, weil für ihn ist ja der Islam die größte Lüge. Und ist ja klar, er versucht das dann so auszulegen, dass er in seinen Darstellungen glaubwürdig ist, dass man es nachvollziehen kann. Und darum gibt er seine eigenen Kommentare dazu ab und sagt gleich, der Islam ist ja die größte Lüge, die je gekommen ist. So, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit in das an den Videos bringen, dass da nichts dahinter steckt, weder Wissen noch sonstiges.
versucht einfach mit solchen Videos ein bisschen berühmt oder Geld zu werden. Als Islamexperte heutzutage ist man sehr angesehen hier in Deutschland, solange es um die Hetze geht, um Falschdarstellungen. Es gibt ja auch genug andere, die wo auf diese Schiene sind. Das ist nicht unsere Sache. Dennoch habe ich jetzt mal Stellung bezogen und ich werde noch ein paar andere Videos anschauen und inshallah, wenn Allah mir die Zeit gibt und die Möglichkeit, auch dazu Stellung nehmen. Ich danke dann fürs Zuschauen. Bis aufs nächste Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.